Leute und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Einige von euch kennen mich vielleicht schon, andere lernen mich jetzt erst noch kennen. Ich wohne zurzeit in einer Wohnung, wo der Putz von den Wänden fällt, wo Türen verbaut sind, durch die es durchzieht, weil die Türen haben noch Glasscheiben und die Türen sind so alt, dass sogar noch ein Briefkastenschlitz drin ist. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber ich wohne jetzt fast 20 Jahre hier. Davor waren die auch schon da. Die können also schon mal so locker 30, 40 Jahre alt sein, die Türen. Die werden nicht ersetzt. Nein, das kostet ja Geld. So, es zieht durch die Wohnung wie verrückt. Im Flur kann man sich im Winter gar nicht aufhalten, da kriegt man kalte Füße. Und für diese Wohnqualität, dass nichts gemacht wird, da soll ich jetzt auch noch mehr Geld bezahlen. Ich muss fast 3 Wochen arbeiten, damit ich mir 4 Wochen Wohnung leisten kann. So weit ist das schon gekommen. So schlecht verdient man hier, dass man 3 Wochen arbeiten muss oder so ungefähr 18 Tage, 19 Tage muss man arbeiten, damit man sich 30 Tage Wohnung leisten kann. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich gehe bald richtig kaputt. Ich gehe bald auf die Straße. Ich warte jeden Tag darauf, dass die mich hier rausholen. So, ich habe nämlich seit Wochen keine Miete mehr bezahlt. So, ich sehe es nämlich einfach nicht mehr ein. Ich sehe es nicht mehr ein. Drüben werden Drogen genommen, gekifft, gekokst, was weiß ich. Und ich soll arbeiten gehen und soll meine Miete selber bezahlen oder was. Ich sehe es nicht mehr ein. Ja, wie kann ich überleben? Eigentlich kann ich nur überleben, wenn ich Hartz IV nehme. Aber auf Hartz IV habe ich keinen Bock. Ich hatte eine unbefristete Stelle, Supermarkt putzen. Die hat man mir kaputt gemacht von Seiten des Jobcenters. Sie geben diese Stelle, wo sie gerade die Probezeit bestanden haben, jetzt auf und nehmen eine andere Stelle, wo sie in 8 Wochen mehr Geld verdienen. Sag mal, geht's noch? Bis zur Rente hätte ich das machen können. 40.000 Euro hätte ich damit verdienen können. Und für eine Stelle, wo ich 2.000 Euro verdiene in 8 Wochen, dafür gebe ich eine Stelle auf, wo ich 40.000 Euro hätte verdienen können. Mein ganzes Leben lang hätte ich jeden Monat ein paar hundert Euro zwar nur verdient, aber das wäre bis zur Rente locker 40.000 gewesen, was ich verdient hätte. Völlig beknackt. Andere Leute gehen gar nicht arbeiten und haben auch noch Geld zu feiern. Ey, hast du noch Alkohol? Ey, hast du noch Drogen? Ey, hast du noch was zu kiffen? Hast du noch dies oder das? Wo ist denn die Kleine? Ja, die liegt in der Hecke zu kotzen. Ja, macht doch nichts. Die wollt doch saufen. Ja, aber die ist doch erst 14. Ja, macht doch nichts. Solche Sachen hört man hier im Haus. Völlig beknackt. So. Ich habe jetzt eine Spendenaktion gestartet. Spendenaktion für mich. Einfach so. Schaut mal rein in meine Videos. Da ist sowas verlinkt. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.